Grüezi miteinander. Heute dreht sich alles ums Lieblingsauto von Herr und Frau Schweizer. Der Skoda Octavia. Im letzten Jahr ist er bereits 60 geworden und jetzt gibt es ihn in der vierten Generation. Aber das Alter sieht man ihn überhaupt nicht an. Sein Design hat sogar schon etliche Preise gewonnen. Schauen wir das neueste Modell mal ein bisschen genauer an. Designer von Skoda haben beim neuen Octavia wieder mal alles gegeben. Die neue Frontschürze, die scharf gekennzeichneten Skiwerfer und auch die neue eng anliegende Dachreling prägen die Silhouette in der Länge. Er wirkt so viel sportlicher. Die Skiwerfer und die Heckenlichter sind neu serienmässig LED. Auf Wunsch kann man es auch als Voll-LED-Matrix haben. Auch das Heck hat ein neues Design und ist deutlich gestrafft worden. Wie bei jedem neuen Skoda-Modell gibt es am Heck jetzt kein Logo mehr, sondern eben den Schriftzug von Skoda. In der Länge hat der neue Skoda Octavia auch dazu gewonnen, und zwar ganze 22 mm. Total misst er jetzt 4,69 m. Er ist auch breiter geworden, und zwar 15 mm und ist jetzt 1,83 m breit. Das ist natürlich ein grosser Vorteil für die Passagiere im Innenraum. Aber nicht nur die haben dazu gewonnen, sondern auch der Kofferraum hat jetzt 30 Liter Volumen mehr. Total kommt er auf 640 Liter. Sodeli, jetzt geht's zum Fahrtest. Wie bei jedem Kombi ist der Schwerpunkt eher tief gelegt. Der neue Octavia liegt darum sehr sicher auf der Strasse und ist in der Kurve gut und wendig zum Fahren. Der neue Octavia hat ein DSG-Getriebe. Das macht ihn auch sehr ruhig zum Fahren, aber dennoch sehr agil und kraftvoll. Je nach Ausstattungsvariante hat er ein ganzes Paket von Assistenzsystemen drin. Wie zum Beispiel ein Ausweichassistent oder auch ein Abbiegeassistent. Schauen wir uns mal den Innenraum etwas genauer an. Die Türverkleidungen sind deutlich schmaler geworden und die Mittelkonsole macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Hier in der Mitte hat es einen 10 Zoll grossen Touchbildschirm bekommen, wo man praktisch das ganze Auto steuern kann und alles sich nach dem eigenen Gusto einstellen kann. Unterhalb des Bildschirms hat es auch noch Bedienknöpfe, wo man zum Beispiel auch direkt Zugriff hat auf das Assistenzsystem oder auch auf die Klimaanlage, wo man sich übrigens auch einstellen kann, dass man die Füße wärmen oder kühlen kann. Oder die Hände. Gerade bei uns in der Schweiz sehr praktisch. Als erstes Modell von Skoda überhaupt verfügt der neue Octavia über ein Head-Up-Display. Ganz praktisch hat man hier auf Sichthöhe jetzt Informationen wie zum Beispiel Geschwindigkeit oder auch die Navigation. Das wird vorne auf die Windschutzscheibe projiziert. Übrigens, im neuen Octavia ist man nie allein unterwegs. Die Laura fährt immer mit. Sie ist die neue digitale Hilfeassistentin und wird wie folgt aktiviert. Okay, Laura. Ja, bitte. Fahre mich nach St. Gallen. St. Gallen. Bitte nennen Sie die Straße. Zentrum. Gute Fahrt. Auffällig in der Mittelkonsole fehlt der Schalthebel. Hier jetzt neu die Wippe. Als erste Skoda überhaupt verfügt der neue Octavia über die sogenannte Shift-by-Wire-Technologie. Das heisst, dass Gänge nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch angewählt werden. Auch auffällig ist im Cockpit, dass das Lenkrad nur noch zwei Speicher hat und das serienmässig. Das ganze Cockpit sieht durch das sehr modern, wenn nicht ganz ein bisschen futuristisch aus. Wie immer haben unsere tschechischen Freunde auch ein paar simple, clevere Details eingebaut. Zum Beispiel gibt es an der Rückseite von der Vordersitz Ablagetäschchen für Smartphones. Auch kann man zum Beispiel ein Schlafpaket bestellen, wo man eine Decke bekommt und Halterungen für den Kopf stützen. Bei der Fahrerseite hat es vorne in den Türen einen eingebauten Schirm dabei. Dann hat es zum Beispiel auch im Tankdeckel einen Scheibenkratzer. Gerade für uns in der Schweiz super praktisch.
Und vorne beim Scheibenwischwasser hat es einen eingebauten Trichter, damit man auch das Wasser gut nachfüllen kann. Unser Modell verfügt zudem noch über eine ausklappbare Anhängervorrichtung. Die kann man ganz einfach im Kofferraum auslösen und dann einrasten. Unser heutiges Testmodell ist der New Octavia Style mit 150 PS TDI. Er hat also einen Dieselantrieb. Neu gibt es den Octavia auch als IV, also als Plug-in-Hybrid-Antrieb. Es gibt ihn weiter auch als Benziner oder als G-Tech mit Erdgasantrieb oder auch mit einem Mildhybrid-Antrieb. Der wandelbare Skoda Octavia ist somit passend für Familien, Unternehmen oder auch für sonstige Abenteurer. Also eigentlich für jeden Mann oder jede Frau. Vielen Dank fürs Zuschauen und jederzeit und überall gute Fahrt!